Nu! Also Bruno Stucki, Höchbergschwingend 2012 im Schlussgang. Vom Speaker haben wir noch 7 Jahre lang nicht mehr im Sackmehl. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Bruno Stucki, ich bin mittlerweile 38. Ich habe wirklich mit 31 den Rücktritt vom Schwingsport. Mein letzter Schwingfest war dann zumal eigentlich unspunnen. Wie ihr alle wisst, ist das dann verschoben worden wegen schlechtem Wetter. Und irgendwie bin ich so zwischen Stuhl und Bank runtergefallen. Ich habe zwar im Kantonalen oder in meiner letzten Saison 5 Kränze gemacht, habe dann im Kantonalen den Kranz gemacht gegen aber irgendwie haben wir das letzte Schwingfest irgendwie gefehlt. Und jetzt ist es so, dass es in Koppingen das Oberaargau stattfindet. Und auf das habe ich gedacht, ich könnte machen, dass in meinem eigenen Dorf, wo ich herkomme, das Oberaargau stattfindet und ich könnte mitmachen. Und auf das werde ich trainieren. Und jetzt ist natürlich ja, eine frühe Form, die ich selber gerade ein bisschen habe.
Aber ich spiele auch mit dem Gedanken, eigentlich, dass ich jetzt auch wieder nach dem Schwinger sage, nein, es ist gut, es ist Schluss gegangen, es will ich mehr. Also schöner könnte ich nicht hören. Jetzt muss ich mir den nächsten Tag überlegen, ob ich wirklich ein bisschen Oberaargau schon machen kann. Oder ob ich jetzt schon sagen, nach dem Schwingfest, es ist gut. Und das Lustige ist ja, dass ich vor 8 Jahren hier das letzte Mal geschwungen habe, wo ich schon dann im Schlussgang war, gegen Leute Thomas, leider dann nicht gewinnen konnte. Aber umso schöner ist es natürlich jetzt für mich nach dieser langen Zeit und mit 38 nochmal zurückkommen und eigentlich den jungen Gielen nochmal zeigen, dass ich eigentlich noch da wäre. Ja. Ja. Ich war mit dem Heinz Stettler vor anderthalb Jahren in Amerika gesehen. Der Heinz hat mir gesundheitlichen Gründen müssen hören, Diskushernie. Und dort haben wir eigentlich gesagt, wo wir dann gesehen haben, hey, komm, wir machen doch das Koppigen. Und ja, das war eigentlich die Idee gewesen. Ich habe vor anderthalb Jahren eigentlich so ein bisschen mit der Freundin anfangen zu springen, ein bisschen Kondition anfangen machen. Und ja, jetzt im November habe ich angefangen zu schwingen. Aber ich muss sagen, Schwingen ist mir nicht so, ich habe sehr Mühe mich zu quälen, es tut mir sehr schnell etwas weh. Also Schwingen ist schon nicht so ein Ding. Also, mal schauen, wie ich es jetzt weiterziehe. Vor allem das Ding ist auch, im Moment bin ich gesungen, bin körperlich gut zu wegen. Und wenn man sich irgendwie noch verheilen, wegen einer blöden Idee angehen, für irgendwie auf Koppigen zu gehen und irgendwie machen den Kranz. Klar, von dem hat man träumen. Aber ob es wirklich so wäre, weiss man nicht. Der Kranz hängt sehr hoch im Moment im Bernbiet. Und für mich ist es wirklich darum gegangen, das letzte Schwingfest zu machen, noch einmal können Hosen zu greifen. Und ich habe jetzt gemerkt, das tut mir gut, wieder mal den inneren Schweinehund zu überwinden, wieder mal nach dieser langen Zeit wieder mal in den Schwingkeller zu gehen mit den Gielen. Und die meisten Gielen haben mich nicht einmal mehr gekannt, oder? Und so ist es sicher auch vielen Zuschauern gegangen. Wer ist das, oder? Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund, ja.